Und damit herzlich willkommen zu der mitreißenden Soap Heart's Medicine. Jetzt ist ja die Frage, was ist mit dem Mädchen? Wurde sie wirklich vergiftet von einem ihrer eigenen Eltern? Wir werden es erfahren. Und ob Lizzie Oliver findet? Wir werden es ebenfalls erfahren. Ich klicke jetzt mal auf 5. Gut, gehen wir. Mr. McCoy. Dr. McCoy, sorry. Schichtbeginn. 5. Schicht. Oh. Wie habe ich jetzt alle noch gesprochen? Ich weiß es gar nicht mehr. Es geht aber auch sehr auf die Stimme, muss ich sagen, gerade wenn man erkältet ist. Ich will wissen, warum wir ausgerechnet an meinem Tag mit Libby herkommen müssen. Mr. Hartley, Miss Wallace, kann ich Sie bitte einen Moment draußen sprechen? Hi, Libby. Bist du Ärztin? Wenn du Ärztin bist, darf meine Püppi dich dann was fragen? Also sag deiner Püppi, dass sie mich alles fragen kann, was sie will und wann immer sie will. Ach, wir sollen sie was fragen. Alles klar. Mhm. Ihr geht schon mal aufs Klo und wir fragen Libby mal eben was. Können wir sie was fragen? Hallo? Nee. Hä? Jetzt kann ich sie nichts fragen? Na gut. Ah. Dann fangen wir halt mit unserer Schicht an. Oh, wieder kompliziert. Pflaster. Kleben. Geschafft. Timmy Addison, dein Pflaster ist fertig. Einmal auf den Stuhl bitte. Du kannst aufs Klo gehen. Nein. Ah. Du sollst auf den Stuhl gehen, nicht ich. So, und dann kannst du auch schon mal... Ah ja, okay. Wieder aus der Nase entfernen. Sehr schön. Sally Cooper. Du bist fertig. Du gehst eine Runde malen. Du gehst aufs Klo. Und du legst dich hier hin. Oh, Fragen, Fragen. Wie kann sie was fragen? Meerschweinchen. Oh Gott, nein. Püppi... Oh, okay, nochmal. Runterfahren. Püppi, wir wissen, ob Mamis und Papis auch mal wieder zusammenkommen, wenn sie geschieden sind. Normalerweise haben Eltern einen guten Grund, wenn sie sich scheiden lassen. Haben dir deine Eltern gesagt, warum sie sich getrennt haben? Normalerweise bleiben Mamis und Papis getrennt, wenn sie erstmal geschieden sind. Aber das heißt nicht, dass sie ihre Kinder nicht sehr lieb haben. Manchmal, es kommt vor. Ich tendiere zur Mitte. Ding, so. Pflaster. Dahin. Gut, einmal auf den Stuhl. Und du auf den Stuhl. Du kannst schon mal aufs Klo gehen. Uah. Nein, schneller. So, die entlassen wir mal eben. Zack, zack, zack. Oh, jetzt kann ich sie wieder was fragen, verdammt. Wenn mein Papi und mein... Was? Und mein Mami wegziehen? Wenn mein Papi und meine Mami wegziehen, muss Püppi sich dann entscheiden, in welchem Haus sie wohnen will? Püppi wird in beiden Häusern ein Zuhause haben, da bin ich ganz sicher, genau wie du. Welches Haus gefällt deiner Püppi denn besser, Mamis oder Papis? Wenn ein Elternteil auszieht, kann es sein, dass Püppi während des Schuljahres bei dem einen lebt und dafür die Ferien mit dem anderen verbringt. Da tendiere ich zu Antwort Nummer 1. Püppi wird in beiden Häusern ein Zuhause haben, da bin ich ganz sicher, genau wie du. Ah. Pflaster. Zack. Dahin. Deborah Glover. Oh, Spritze. Hinsetzen. Und aus der Nase einen Bonbon ziehen, oder was ist das hier? Wer schiebt sich denn einen Bonbon in die Nase? Er kann auch so gut sein. Ein bisschen Rotz rausgekratzt. Jawohl. Hä? Deborah Glover? Die hatten wir doch eben schon. Ah. Oh, der geht's ja ganz schlecht. Erstmal ein Herz auffüllen hier.
Oliver, wo bist du? Wann kommen Mami und Papi zurück? Das dauert bestimmt nicht mehr lange. Libby, kann ich dich was fragen? Wenn ich dir verrate, dass ich ein Geheimnis besser bewahren kann als irgendwer anders auf der ganzen Welt. Besser als Pippi? Genauso gut wie Pippi. Was würdest du mir verraten? Ich wollte nur, dass sie wieder zusammen sind. Ich wollte, dass Papi nach Hause kommt. Oh, komm her, meine Süße. Ist schon in Ordnung, Süße. Sag ich doch. Entlassen. Und du legst dich erstmal hier hin. Ah. Du kannst dich hier hinsetzen. Schnell eine Spritze geben. Komm, 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 komm. Schneller, schneller, schneller. Oh. Weiter, 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 weiter. Dann du einmal auf den Stuhl. So, na siehst du. Du gehst schon mal aufs Klo. Du kannst entlassen werden. Du kannst auch entlassen werden. Du gehst auch aufs Klo. Und du legst dich mal eben hier hin. Dann entlassen wir mal eben alle ganz schnell. Pflaster. 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 Dahin, dahin und dahin. Geschafft. Gut. Was? Schicke Kinder zum Maltisch, damit sie ein extra Herz bekommen. Ach so. Warum? Okay. Wollte ich jetzt gar nicht sie dahin schicken. So, ich muss Meerschweinchen im Auge. Meerschweinchen! Wo? Wo, 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 wo? Ihr habt es bestimmt schon gesehen. Verdammt, wo ist es? Nein! Ach. Du sollst dahin. So, du gehst erstmal auf Toilette. Wo ist das Meerschweinchen, verdammt nochmal? Meerschweinchen! Wo ist es? Verdammt, so ein Ärger. Und Fragen muss ich auch noch stellen, so ein Stretch. Oh je. Oh Gott, ganz nach hinten geschoben hier. So, den Rotz durchbrochen. Geschafft. Basse de Montange. So. Du legst dich hier hin. Wir können nicht mehr malen. Verdammt. Du schnell hierher. Und wieso können wir keine Fragen mehr stellen? Haben wir es schon verpasst? Oh Mann, verdammt. Und dann noch dieses Nerven. Oh, aufreibende Minispiel. Verdammt. Vorsicht. Nein. Nimm die Kurve. Jawohl. Huh. Meerschweinchen. Im Klo, natürlich. Ich denke, das ist Oliver. Der muss doch aufs Mädchenklo. Da haben wir aber nicht viele Punkte gekriegt, ne? Bei dem hier. Jo. Ganz nach hinten geschoben, den Würfel. Ah. Fiese Kurve. Oh, mit 180 Sachen aus dem Ohr raus. Jawohl. So, erstmal alle entlassen hier. Gut, Oliver haben wir. Liegt hier noch irgendwas rum, was wir antippen können? Nee, anscheinend nicht. Können wir sie jetzt gar nichts mehr fragen? Verdammt, haben wir es verpasst. So ein Mist aber auch. So ein Ärger. Ich hab's verbockt. Das dahin, das dahin, das dahin. Huh. So, und du legst sie eben hier hin. Schnell eine Spritze geben. Guck mal, geht doch. Und dann einmal auf den Stuhl. Nee, das ist auch nichts, ne? Was man antippen kann. Warum fragt sie jetzt nichts mehr? Ich hab's verpasst, ne? So ein Ärger. Ja, ich hätte sie zweimal noch was fragen müssen. Ah, so ein Ärger. Naja, wie im wahren Leben, man kann sich zurückdrehen. Komm mit, Libby. Wir gehen sofort. Denkst du etwa, ich lasse meine Tochter Gift trinken? Was ist mit deiner Freundin? Sie hasst es, dass du ein Kind hast. Stopp! Niemand hat ihr Gift zu trinken gegeben.
Es tut mir leid. Ich dachte, wenn ihr zusammen sein müsst, würdet ihr vielleicht... Ach du meine Güte, Libby! Was haben wir bloß getan? Oh, es tut uns so leid, Schatz. Wow. Das war's jetzt, ja? So viel emotionale Aufreibung und dann war's das? Wie geht's weiter? Das ist ja mal wieder ein Tag. Allison! Kinderärztin. Geschafft! Oh, 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 keine Expertenpunktzahl. Oh Mann, ich fühle mich mies. Allison, alles in Ordnung? Ich habe früher auch so mit meinen Patienten mitgefühlt, aber das kann man nicht. Romantisch. Ich muss aber... Okay. Der Grund, warum... Nee, wie habe ich dir auch mit Sean? Wie habe ich dir dann nochmal gesprochen? Der Grund, warum ich euch alle hergerufen habe, ist, dass ich froh bin, verkünden zu dürfen, dass Daniel sich endlich entschlossen hat, mit mir hier in der Klinik zu arbeiten. Ich werde ihn als meinen Nachfolger ausbilden, für die Zeit, wenn ich endlich in den Ruhestand gehe. Vielen Dank, das war schon alles. Okay. Allison, meine Liebe, wie geht es dir? Ich hoffe, du machst gute Fortschritte. Hallo John, schön dich zu sehen. Allison, das ist Daniel, mein Sohn. Schon gut, Paps, wir kennen uns schon. Komm, gehen wir in dein Büro. Ah. Männer. Okay. Wir gehen mit Robin mit. Heißt das, wir gehen in die plastische Chirurgie? Yes! Guten Morgen, Dr. Fischer. Willkommen in der Abteilung für plastische und kosmetische Chirurgie, Allison. Und bitte, nenn mich einfach Robin. Was müssen wir machen? Wo ist Hammer und Meißel? Okay, wir müssen sie zum Spiegel schicken. Okay. Sie auch zum Spiegel schicken. Na gut. Auf den Stuhl. Okay, was heißt das jetzt? Entferne die Narbe oder die Tätowierung. Wir sollen eine Narbe entfernen. Oh Gott. Mit Fadenkreuz. Klicke auf den grünen Pfeil und halte die Maustaste gedrückt, um den Laser zu zünden. Oh mein Gott! Oh mein Gott, was ist, wenn ich verrutsche? Sehr gut, du hast die Verunstaltung entfernt. Und Debbie will als nächstes ihre Nase gemacht haben, braucht aber das Einverständnis ihrer Eltern, weil sie erst 16 ist. Na, wie läuft alles? Willst du mich heute Abend besuchen kommen? Ich kann zwar nicht gut kochen, aber... Tut mir leid, Connor, aber gestern... Das war ein Fehler. Persönlich oder beruflich gesehen? So habe ich das nicht gemeint. Können wir später darüber reden? Nö, das sollten wir hier und jetzt klären. Vor allen anderen. Tut mir leid. Achso. Tut mir leid, ich kann das nicht. Das ist meine erste Schicht hier in der plastischen Chirurgie und außerdem muss ich erstmal meine Gedanken sortieren. Brauchst du nicht. Ich wünsche dir und dem Goldjungen ein herrliches gemeinsames Leben. Tut mir leid, dass du das mit anhören musstest.
Ach, vergiss es. John und ich streiten uns die ganze Zeit in der Klinik und wir sind nicht mal mehr verheiratet. Ich weiß auch nicht, wie das alles so kompliziert geworden ist. Ich fürchte, wenn es um Beziehungen geht, fragst du die Falsche im Rat. Glaub mir, bei einer dieser Müllzeitschriften wärst du besser aufgehoben. Mhm. Soll ich einen Partnerschaftstest hier machen, oder was? In der Brigitte? So, einmal entlassen. So, sie muss hier hin. Was müssen wir denn hier machen? Ist das Wachs? Ja! Oh, das war's. Einmal Wachs auf die Brust und dann war's das? Okay. Gut, einmal Spiegel, einmal Liege, bitte. Meerschweinchen! Was? Tatsächlich! Wir machen einen Test in der Zeitschrift. Ich glaub's ja wohl nicht. Frage 1. Sie haben verschlafen. In ein paar Minuten erwartet sie ihre neue Verabredung. Sie, wählen Sie eine Antwort, Sie schauen in den Spiegel und richten ihr Haar und das Make-up. Sie rufen an, um zu sagen, dass es später wird. Sie schauen nach, wie sie zum Treffpunkt kommen. Sie sagen ab, weil das viel zu stressig ist. Oh, das ist jetzt fies. Was würde ich machen? Sie haben verschlafen. Ein paar Minuten erwartet sie ihre neue Verabredung. Sie... Das kommt drauf an, mit wem ich mich verabredet habe. Schauen in den Spiegel, richten ihr Haar und das Make-up? Normalerweise schon. Ich würde aber auch gleichzeitig anrufen und sagen, sorry, falls es zu spät werden sollte, falls ich mich jetzt verspäte oder sowas. Weil wenn ich verschlafen habe, dann kann das ja auch sein, dass ich allemal zu spät komme. Und wie ich zum Treffpunkt komme, schaue ich schon vorher nach. Oder ich weiß, wo ich mich mit jemandem treffe. Oh, das ist schwer. 1 und 2 würde ich sagen. Aber ich würde nicht warten lassen wollen. Ich schaue in den Spiegel, richte das Haar und Make-up und dann düse ich los, damit ich nicht zu spät komme. Ja, okay. Und du? Oh, was? Durch die Hose durch? Einmal gewachst hier? Oder wie sehe ich das? Okay, ja. Noch eine Frage. Frage 2. Wenn Sie eine Beziehung haben, möchten Sie am Samstagabend am liebsten zusammen auf der Couch rumlümmeln und einen Film gucken? Zusammen mit Freunden ausgehen? Ohne Ihren Partner mit Freunden ausgehen? Zusammen in ein tolles Restaurant gehen? Das kommt auch auf die Beziehung drauf an, wie lange man schon zusammen ist. Das ist gemein. Also es gibt mal Abende, da möchte man gerne auf der Couch rumlümmeln und einen Film gucken. Oder man möchte dann zusammen mit Freunden ausgehen oder ihren Partner mit Freunden. Also ohne den Partner nicht unbedingt. Das macht man dann irgendwann mal, aber nicht am Samstagabend. Zusammen in ein tolles Restaurant gehen. Da kommt auf die Stimmung drauf an. Zusammen mit Freunden ausgehen ist dann ja auch, ich meine, das klar macht man das dann gerne, aber ganz ehrlich, man will sich dann ja auch auf seinen Partner konzentrieren.